Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem heutigen Champions League-Spiel zwischen Zenit St. Petersburg und RB Leipzig. Ich begrüße selbstverständlich unseren Cheftrainer Julian Nagelsmann und ich bitte dich auch direkt um dein Fazit zum Spiel. Добро пожаловать на пресс-конференцию после матча Лиги чемпионов RB Zenit. Главный тренер Юлиан Нагельсман. Сначала несколько слов о матче. Ja, schönen guten Abend. Ich finde, dass wir absolut verdient heute gewonnen haben. Wir haben den Gegner nicht ganz so defensiv und tief vor seinem eigenen Tor erwartet, wie er es dann gemacht hat. War schon ein bisschen überraschend. Im Hinspiel hat er es auch immer wieder in Phasen gemacht. Heute war es noch ein Stück extremer in meinen Augen. Wir hatten eigentlich sehr viel Platz im letzten, nicht sehr viel Platz im letzten Drittel, aber sehr viel Zeit. Haben die Zeit nicht immer ganz gut genutzt in der ersten Halbzeit, haben wir da zu viele leichte Bälle verloren durch zu viel direktes Spiel. Da waren wir ja zu hektisch, weil, glaube ich, auch die Jungs ein bisschen von der Art und Weise überrascht waren. Trotzdem haben wir ja zwei, drei gute Chancen kreiert, haben ja, mit Conny Leimer eine hundertprozentige Chance gehabt, haben dann in meinen Augen auch ein reguläres Tor geschossen mit Halste, haben danach noch einen Standard, den der Diego dann im zweiten Ball sehr gut verwertet. Und dann war klar in der Pause, dass, ja, dass wenn wir zu Null spielen, dass wir das Spiel gewinnen. Und das haben wir auch geschafft. Es war auch klar, dass wir den einen oder anderen Konter kriegen. Dann hat Zenit ein bisschen mehr Druck gemacht. Wir haben hin und wieder mal das Zustellen überschlagen, wie auch dann beim zweiten Tor. Ganz simpler Spielvortrag mit einem langen Ball und dann zwei sehr gute Stationen und ein super tiefer Ball mit gutem Laufweg vom Sabi. Und danach den 2-0 hatte ich das Gefühl, dass das Spiel eigentlich beendet ist. Wir hatten eine super Spielkontrolle und dann haben wir es einfach nach Hause gespielt, recht souverän. Jetzt haben wir 9 Punkte, gute Situation, noch einen Schritt zu gehen und dann haben wir das Achtelfinale gebucht. Und das war unser Ziel und bleibt es auch heute. Danke. Добрый вечер. Мы сегодня, я считаю, заслуженно победили. Мы «Зенит» не так дефензивно ожидали, как они играли. Это было сегодня гораздо более заметно, чем в первом матче. У нас было очень много времени, менее места, чем время было много. Этим не очень-то воспользовались в первом тайме. Частично слишком торопно действовали, все равно создали 2-3 хороших шансов, забили, по моему счету, гол, который нельзя было отменить, там забили непосредственно перед паузой, соответственно, ожидали, что мы действительно сможем играть сухой матч. Ну и когда забили второй гол, мне уже понятно было, что матч, в принципе, был закончен. Мы просто играли до конца, чтобы заслуживать свои 9 очков, которые мы сейчас имеем в группе. В принципе, нам нужна еще одна победа, и все ясно уже. First row. В качестве уточнения не совсем понятно было. Юлиан считает, что гол, который был не засчитан, нельзя было отменять? Угу. Вопрос такой. Вы рассматривали вариант, при котором вообще «Зенит» будет играть 3 центральных защитника? Не удивило ли вас вообще, что «Зенит» будет играть от обороны практически целый матч? Hatten Sie das Schema von Zenit mit 3 zentralen Verteidigern auf dem Schirm? Haben Sie erwartet, dass die so defensiv spielen am Ende? Ja, wir haben die Jungs im Hinspiel schon auf, auf diese Grundordnung vorbereitet und hatten heute nahezu den identischen Plan. Haben die Jungs natürlich auf beides vorbereitet, auf Viererkette. Sowohl auf dem 4-4-2 als auch auf dem 4-3-3. Aber auch eben dies mit Dreierkette und dann wussten wir, wenn wir die Aufstellung kriegen und Osorio mit dabei ist, dass es dann eher eine Dreierkette wird. Von dem her war es jetzt nicht großartig überraschend, wenngleich ich heute mehr mit einer Viererkette gerechnet habe, als ich es im Hinspiel habe. Sprich, beides mal falsch gerechnet und trotzdem gewonnen. Muss ich gute Spiele haben. Мы уже готовили команду в первом матче на эту схему с тремя центральными защитниками. В принципе, сегодня был идентичный план. Мы также готовы были на 4-4-2 или 4-3-3 со стороны «Зенита». Когда мы видели, что Осорио там в заявке,
было понятно, что играет тремя центральными. Хотя сегодня надо было больше на 4 рассчитывать. Ну, мы все равно выиграли, соответственно, хорошая команда. Оливер Хартман, bitte. Если не секрет, с чем связано отсутствие Тима Вернера в старте? Ist es kein Geheimnis, warum stand Timo Werner nicht in der Startaufstellung? Ja, weil er sich nicht fit gefühlt hat und nicht vom Beginn an spielen konnte. Он не чувствовал себя стопроцентно готовым и, соответственно, не мог играть сначала. Bitte sehr. Herr Nagelsmann, heute haben sich Diego Demme und Marcel Sabitzer in die Torschützenliste eingetragen. Bei einem kommt es höchst selten vor, beim anderen ist es regelmäßig in dieser Saison. Können Sie was zu der Entwicklung der beiden Spieler in dieser Saison sagen? Сегодня Диего Демме и Марсель Сабитцер забили. У одного это стандартно, у второго скорее редкое явление. Вы что можете сказать насчет их развития? Ja, Sabis Entwicklung ist anhaltend gut. Ich habe jetzt noch nicht so viel Schlechtes gesehen dieses Jahr von ihm. Mal eine schlechtere Halbzeit in einem Bundesligaspiel. Sonst hat er immer auch die Fähigkeit, wenn er trotz vieler Spiele immer noch mal anzuziehen, auch mal, wenn es vonnöten ist. Und auch gerade defensiv ist er, hat er heute auch wieder in der 74. Minute mal einen Sprint gehabt in die eigene Box, wo wir Unterzahl hatten und er dann auffüllt zum 3 gegen 3. Das zeichnet ihn aus. Was er natürlich ein bisschen dazu gewonnen hat, ist seine Torgefahr. Hat, glaube ich, letztes Jahr auch, ich habe es nicht jedes Spiel gesehen, aber viele immer wieder Chancen gehabt. Da hat ihm ein bisschen das Fortune gefehlt. Ja, jetzt ist er fleißig dabei, ist auch offensiv immer in guten Positionen, bewegt sich gut im Raum, hat ein ganz gutes Gespür, ist auch clever und weiß, warum ich ihn vielleicht in der einen oder anderen Situation da hinstelle, wo ich ihn hinstelle, und macht er gut. Und bei Diego, er ist jetzt kein Torjäger, aber er übt immer fleißig Schüsse. Der Schuss war außergewöhnlich schön, gut die Lücke gefunden und dann auch sehr gut getroffen. Mich freut es immer, wenn so ein Arbeiter, der auch heute wieder mit Conny in der ersten Halbzeit zusammen, dann mit Kevin in der zweiten, einen wichtigen Sechserraum gut verteidigt hat, wenn die sich auch mal belohnen, ähnlich wie Conny es im Hinspiel gemacht hat. Und jetzt Diego heute, finde ich es immer schön, dass nicht nur die Stürmer sich mal brüsten dürfen mit Toren oder die Offensivspieler, sondern auch so Arbeitstiere, zu denen der Diego zählt. Und ja, freut mich für ihn. Сабица, в принципе, постоянно играет хорошо. Я в этом году, кроме, может быть, одного тайма, ничего плохого от него не видел. Его выделяет, что он, несмотря на большое количество матчей, может вдруг ускоряться. Как сегодня было после 60 минут, что он вдруг бегал в штрафную площадь, там, соответственно, создал ровную ситуацию. Его выделяет опасность перед воротами, не всегда у него все удается. Он понимает, что от него хочется, он понимает, как он может добиваться, но не всегда везет. Диего не является бомбардиром, но он все равно постоянно тренирует это. Сегодня ему удалось, это меня радовало, это то же самое, что и в прошлом, в первом матче. Что Конни забыл, когда такие игроки, которые редко забивают, которые обычно работают на команду, сами себе награждают такими голами. 1 декабря «Зенит» играет с клубом «Спартак Москва», где работает ваш однокурсник Доменико Тедеско. Соответственно, представьте ситуацию, при которой Доменико позвонит вам перед игрой и спросит три коротких совета, как победить «Зенит». Что вы ответите? Am 1. Dezember wird «Зенит» gegen «Спартак» spielen, die derzeit mit ihrem Kurskameraden Domenico Tedesco als Trainer unterwegs sind. Stellen Sie sich vor, der ruft Sie an und fragt Sie nach drei Ratschlägen, wie er gegen «Зенит» spielen soll. Was antworten Sie? Ich antworte dem Journalisten, dass ich, wenn er mich anruft, einen Domenico sage. Если он мне звонит, тогда я скажу это ему. Stefan Krause. Trainer, ich bin eine Minute später gekommen, haben Sie schon was zum Marcel Halstenberg gesagt, warum der raus musste in der Pause? Und die zweite Frage, Sie waren außergewöhnlich gut zu hören. Lag das hier in der Hallenatmosphäre? Haben Sie das selber mitbekommen, dass, sag ich mal, der Widerhall ein anderer war? Und stört Sie das oder ist das gut gewesen? Braucht das die Mannschaft heute?
Я пропустил первые минуты, вы уже что-то сказали по поводу замены Гальценберга, почему он был заменен. И второй вопрос. Вас очень хорошо слышно было сегодня. Это вы А заметили, и Б это вам не мешает? Also heißt, er hat ein bisschen Probleme im Oberschenkel bekommen, hat es ein bisschen reingezogen, gestochen. Ich weiß nicht 100%, es war in der Hektik der Halbzeit. Ich habe nur mitbekommen, dass er Oberschenkelprobleme hat und raus muss. Was jetzt genau ist, kann ich noch nicht sagen. Dass man mich gut gehört hat, habe ich mitbekommen. Ja, das ist grundsätzlich schon gut. Tendenziell nie so schlecht, wenn man weiß, als Trainer wird man gehört von den Spielern. Ob jetzt zwingend jedes Wort auf der Pressetribüne ankommen muss, wage ich auch zu bezweifeln, ehrlich gesagt. Aber ich habe mich heute, glaube ich, ganz ordentlich im Griff gehabt. Und von dem her ist es, ja, es war jetzt nicht so extrem laut hier, sodass ich ein bisschen schreien konnte. Und die Spieler haben auch ballfern oder andersrum trainerfern mich immer mal gehört. Das ist grundsätzlich keine schlechte Sache. Гальценберг в перерыве чувствовал проблемы с ногой, не знаю конкретно какие, но, соответственно, его заменил. То, что я хорошо слышен был, это заметил. Конечно, интересный вопрос, надо ли, чтобы на трибуне прессы каждое мое слово понятное. Но я думаю, что я хорошо себе сдержал. И хорошо, конечно, что мои игроки, даже те, которые далеко от тренера, меня слышат, когда надо. Здравствуйте, добрый вечер. Пользуясь таким случаем, что у нас в Петербурге специалист, как вы, один короткий вопрос. Можно ли нам написать в репортажах, что сегодня мы общались с, возможно, будущим тренером сборной Германии? Ich nutze die Möglichkeit, dass wir einen solchen Spezialisten heute in unserer Stadt haben und frage, können wir hier schreiben, dass wir möglicherweise den künftigen deutschen Nationaltrainer hier hatten? Ich bin ein Freund von Pressefreiheit, von dem können Sie schreiben, was Sie wollen. Also, ich kann Ihnen nicht vorschreiben, was Sie schreiben. Schreiben Sie, was Sie möchten. Я друг свободы прессы. Вы можете писать, что вы хотите. Я вам это не запрещаю и не разрешаю. Пишите то, что хотите. Спасибо. Да. Возвращаясь к началу пресс-конференции, вы сказали, что после второго гола было ощущение, что матч сыгран, и вы просто доводили его до победы. Но ведь у «Зенита» даже вот после этой 63-й минуты было несколько опасных моментов, которые можно было, могла команда реализовать и вернуться в игру. Неужели вы этого все-таки не опасались или что-то знали о сегодняшнем «Зените», что не удастся реализовать эти моменты, и вы доведете матч до победы? Спасибо. Sie hatten gesagt, dass es nach dem 2-0 das Spiel gelaufen war im Grunde. Zenit hatte nach der 63. Minute noch einige gefährliche Momente. Haben Sie etwa das nicht gemerkt oder waren Sie überzeugt, dass das so laufen wird, wie es gelaufen ist? Ja, ich war überzeugt davon, dass wenn Zenit ein bisschen mehr Druck macht und mehr aufmacht, dass wir unsere ja, große Stärke, ein bisschen mehr Raum zur Verfügung, noch besser auf den Platz kriegen, auf jeden Fall noch ein drittes Tor machen können. Die Dinge, die wir vorher bekommen haben, haben wir in einer Situation ein bisschen Glück gehabt, in der ersten Halbzeit mit Asmu mit dem Schuss aufs lange Eck. Sonst haben wir alles, gerade Nordi einmal noch sehr gut abgelaufen, alles gut wegverteidigt. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die Jungs ein bisschen nachlassen, was die Defensive angeht. Von dem her war ich ganz guter Dinge, auch nach der 63. noch. Я был уверен, что если «Зенит» начинает атаковать, откроет сзади, что мы то пространство, которое мы таким образом получаем, можем использовать, забить третий гол. То, что защитники дальше действовали концентрированно, как они весь матч играли, я не боялся ничего особого. Coach, herzlichen Glückwunsch. Der Lukas und Upa haben das toll gemacht gegen den Juba. Kannst du da vielleicht mal zwei, drei Sätze sagen? Der ist ja unglaublich schwer zu stoppen. Und Jogi Löw sucht einen Innenverteidiger. Ist Lukas Klostermann eigentlich dafür nicht der richtige Mann? Der hatte alles. Siehst du bestimmt auch so.
Lukas и Упомяканов хорошо защищали против Дзюбы. Наша национальная команда нуждается в центральном защитнике. Не думайте, что Лукас Клостерман там хорошо может играть. Erstmal großes Kompliment an beide. Sehe ich ähnlich, außergewöhnlich gute Leistung von Upa jetzt in beiden Spielen auf der Position. Klosti gegen Mainz schon sehr gut gespielt heute. Sehr gut gespielt. Haben sie wirklich gut wegverteidigt, auch in so Sprintduellen. Haben beide, glaube ich, jetzt nicht für die schönste Nacht bei den Stürmern gesorgt, die jetzt kommt. Ja, bei Klosti ist es so, grundsätzlich gebe ich Jogi Löw, der ist Weltmeister. Da bin ich weit weg. Keine großen Ratschläge. Ich glaube, er weiß selber, dass der Klosti auch Innenverteidiger spielen kann. Was mir bei diesem Spieler einfach gefällt, du hast immer Spieler im Kader, die fragst du, ja, könntest du heute mal links spielen? Und dann merkst du schon, ja, ein bisschen Bedenken, eigentlich nicht und lieber rechts. Und bei Klosti sagst du halt, ja, Klosti heute links. Wenn er was sagt, sagt er okay. Vielleicht nickt er auch nur. Sagst heute innen, dann spielt er innen. Sagst morgen sechs, dann spielt er sechs. Dem ist eigentlich egal. Der macht einfach das, was der Trainer sagt. Der versucht es 100% umzusetzen. Und ich liebe solche Spiele einfach. Die sind sehr, sehr unkompliziert. Und das noch gepaart mit einer sehr guten Leistung. Freut mich, dass ich ihn habe. Да, это я делаю большой комплимент и Упо, и Клости. Они хорошо играли последние уже в Мейнсе. Сегодня очень много выиграли именно дуэли в шпринте. Соответственно, они создали для нападающих, скорее всего, не самую приятную ночь после матча. По поводу Клостерман, я Йоги Лев, который все-таки является чемпионом мира, не дам советы. Он знает, что тот может играть в центре обороны. Мне нравится, как он работает. В любой команде есть игроки, которым скажешь, ты сегодня играешь на левой стороне, он может лучше справа. Если от Клости вообще что-нибудь слышишь, тогда окей. Он может ему сказать, играешь слева, может ему сказать в центре, может сказать на шестерке. Он делает то, что тренер скажет. Соответственно, такие игроки очень несложные для тренера, и меня очень радует, что он у нас есть. Dann sagen wir an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse. Und Ihnen allen später noch eine gute Nacht. Dankeschön. Ciao. Спасибо вам всем за ваш интерес и хорошую, спокойной ночи.